du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's mal wieder eine günstige Lösung für eine Squad Building Challenge, sodass ihr ein 25k Pack für nur sage und schreibe 5700 Coins bekommt. Ich habe das Ganze auch live kommentiert danach, habe ich aber bemerkt, dass die Aufnahme komplett abgefuckt ist, also zumindest das Audio, und deswegen muss ich das Ganze nochmal nachkommentieren. Ich zeige euch jetzt hier einfach die Spieler von Krasnodar. Das ist einfach eine SBC beim Ligenbereich und dann eben die russische Liga und dort dann eben Krasnodar, und da könnt ihr das wirklich für 5700 Coins abschließen. Die Stürmer, also den Stürmer, den ZM und den Linksverteidiger bzw. linken Mittelfeldspieler. Also alle Karten, die nicht Gold sind, die könnten natürlich ein bisschen ansteigen. Deswegen habe ich euch da ein paar andere Karten auf die Ersatzbank gepackt, dass ihr die da auf jeden Fall auch einsetzen könnt. Also falls die anderen irgendwie steigen sollten, dann verwendet wirklich auch die Karten auf der Bank. Im Moment sind die Karten auf der Bank natürlich ein bisschen teurer als die in der Startelf. Also wenn ihr wisst, was ich meine, sonst hätte ich ja nicht, sonst hätte ich die ja verwendet. Also ich wollte die günstigste Lösung bauen. Deswegen habe ich auch wirklich die günstigsten Spieler, die in diesem Moment der Aufnahme da waren, die habe ich dann eben eingebaut, und man bekommt das tatsächlich jetzt für 25k ein Pack, wo alle Objekte selten sind, und das ist eben ein 25k Pack und wir haben das tatsächlich für 5700 Coins bekommen. Und falls ihr sowas öfter sehen wollt, wie ihr eben einfach günstig ein cooles Pack bekommt, dann schreibt auf jeden Fall jetzt Hashtag Pack in die Kommentare und lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, und dann seht ihr auch schon, was wir gezogen haben. Wir haben Lallana gezogen, ist eigentlich ganz stark mit einem 83er Rating, daneben dann noch Parolo, Corona und dann auch noch zwei Fitnesskarten. Das heißt, wenn ihr da wirklich alles verkauft, dann bekommt ihr da auch wirklich eure Coins wieder raus. Das Pack ist natürlich tradable, das könnt ihr ganz normal verkaufen und von dem her könnt ihr da eigentlich fast keinen Verlust machen. Ja, Freunde, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.